wenn ich einen Impuls habe, dann mache ich mir keine Platte, dann gehe ich einfach. Mhm. Und wenn mein Bauch, meine Intuition mir was sagt, dann ist das auch das Richtige und dann zweifle ich nicht und gehe los. Ich habe voll die Mucken hier. Ja, weil wie oft höre ich da draußen, boah, das geht alles so schwer, ich wünsche mir mehr Leichtigkeit, ich verdiene zu wenig Geld und so weiter und so fort. Und da denke ich mir, wir müssen uns eigentlich an der Stelle nur an unser urweibliches Prinzip erinnern, was unser urweibliches Prinzip sagt. Und wenn wir es schaffen, das zu verbinden, sag ich mal, mit diesen männlicheren Businessstrukturen, dass es in Einklang miteinander geht, dann können wir wirklich auch in Leichtigkeit die Fülle an. Für mich ist einfach Fülle der Schlüssel zu einem freien Leben. Frei zu sein, zu entscheiden, wie will ich leben, wo will ich leben, mit wem will ich leben, was will ich überhaupt in meinem Leben machen und was will ich eben nicht mehr haben. Ich habe keinen Bock mehr, solche Reportagen mir anzuhören, dass da Frauen irgendwie am Existenzminimum rumkrapsen. Ich habe keinen Bock mehr, auf Bühnen mir anzugucken, wo nur noch Männer stehen oder fast nur Männer stehen. Ich habe keinen Bock, mir Statistiken durchzulesen, dass nur 0,5% der selbstständigen Frauen fünfstellig verdienen, obwohl es eigentlich gar nicht schwer ist. Also das sind alles so Sachen, das treibt mich an. Ja. Ich will einfach diesen Mist da draußen nicht mehr sehen. Dafür stehe ich auf. Geil. Du Schatz, du hast jetzt 2 Jahre Zeit. Keine Ahnung, wie du das hinkriegen willst, aber in 2 Jahren leben wir zumindest die Hälfte des Jahres auf Mallorca. So, ja, weil ich sage, ich will diese Kompromisse nicht mehr. Jetzt ist aber die Zeit des Erwachens der Frauen und jetzt wird sich's ändern. Ich spüre das ganz tief in mir, dass das jetzt gehen wird.